Gestern ist was Komisches passiert nach dem Stream. Ich erzähle euch das mal und dann könnt ihr mir erklären, ob das wirklich komisch war. Also, gestern bin ich aus dem Studio gekommen, wie immer, also bin aus dem Studio gefahren mit dem Fahrrad. Und bin an der Bushaltestelle vorbeigefahren, die hier vorne ist. Ist auch scheißegal, welche da ist, ihr wisst eh nicht. Plötzlich, ich war schon an der Bushaltestelle vorbei, ruft irgendein Typ so, ey, warte mal. Und ich so, okay. Bremse so, aber roll so langsam weiter, weil ich keine Ahnung, wer das sein soll, ne? Dann sagt er so, bleib mal kurz stehen, kannst du nicht kurz stehen bleiben? Und ich sag noch so im Weiterrollen so, ich will nach Hause fahren, ich bin müde. Und der so, ja, komm, warte mal zwei Minuten. Und ich so, okay, hä, was will der? Und dann bleib ich so stehen, schieb so mein Fahrrad so ein bisschen zurück und da ist so ein Typ, so, keine Ahnung, um die 40 oder so, hat so eine Maske auf, hat so ein komisches Fußballtrikot an und steht an dieser Bushaltestelle. Und sagt so, warum hast du keine Zeit? Und ich so, ich muss nach Hause fahren, ich bin müde, was ist denn los? Dann sagt er, ja, hast du mal eine Zigarette? Nee, sorry, ich rauch nicht. Und dann sagt er so zu mir, sag mal, hast du Angst vor mir oder was? Hast du Angst? Und ich sag so, nein, ich will nach Hause fahren. Und dann sagt er so zu mir, ja, aber ich hab Angst. Ich hab Angst vor dir. Und ich so, was will der? Oh, sorry, Spaß habe ich nicht gesagt, sorry. Aber der hat mich richtig aufgeregt. Dann kommt er so zu mir und sagt so, bist du Afghane? Bist du Afghane? Du siehst aus wie ein Afghane. Und ich so, hä? Was ist denn? Dann habe ich so gesagt, was ist denn jetzt? Ich würde gerne nach Hause fahren. Dann sagt er so, ja, du siehst aus wie ein Afghane. Wo kommst du her? Und ich so, ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen aus Italien. Und auf einmal fängt er an, auf Italienisch mit mir zu sprechen und sagt so, sono in Napoletana, bla bla bla, labert so, dass er aus Napoli kommt und so ein Scheiß und textet mich so voll auf Italienisch. Und dann fange ich an, auf Italienisch zu ihm zu antworten, dass ich nicht so gut Italienisch kann und so. Und dann fängt er an, auf Italienisch mir zu erzählen, dass er ein richtiger Italiener ist und ich nicht, weil ich hier geboren bin. Und ich denk so, was willst du denn von mir? Also warum hältst du mich an? Was ist denn los, Mann? Und dann sag ich so, okay, ich würde jetzt gern nach Hause fahren, so ist es okay. Und dann sagt er so zu mir, respektier mich mal, ich bin richtiger Napoletaner und bla bla. Und ich so, was willst du denn? Ich war so richtig so tilt. So. Ich hab gedacht, was ist denn mit ihm? Was will der denn, Mann? Und dann sagt er so, auf irgendwas auf Italienisch, wo ich überhaupt nicht gerafft habe, ob das jetzt Beleidigung war oder irgendwas, so fängt er an, so voll so auf Italienisch so zu gestikulieren. So. Aber so schnell, dass ich selber nicht verstanden habe, ne? Dass ich selber nicht gerafft habe. Und dann sage ich einfach so, okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ich fahre einfach so ganz langsam los. Und ich höre noch, wie der im Hintergrund einfach die ganze Zeit weiterlabert. Und ich glaube, der war komplett auf Drogen. Aber der war irgendwie so richtig krass verwirrt. Und dieses Zusammenstoßen mit diesem Typ hat mich gestern Abend so wütend gemacht. Also ich lag dann noch so im Bett und dachte, also jetzt pass auf, das ist jetzt nicht, sowas sollte man nicht denken. Aber ich dachte mir, ey, warum habe ich dem Typ nicht einfach eine reingetreten und habe gesagt, verpiss dich oder so. Der hat mich so wütend gemacht, weil der dann so irgendwas gelabert hat, auch über meine Eltern. Der hat dann irgendwas über meine Eltern gesagt, als er so Italienisch gelabert hat, so voll schnell, hat er irgendwas gesagt so, ja, deine Eltern, also auf Italienisch halt, ne, so, ja, die haben so Ficky-Ficky gemacht, dann bist du hier in Deutschland geboren, ne, und so. So richtig respektlos und asozial. Ich hab's aber nicht ganz gecheckt, weil es so Gebrabbel war und so schnell, so, ne. Und dafür habe ich als Learning jetzt für mich genommen, wenn jemand nachts um 1 oder 2 mich anspricht, dass ich es einfach ignoriere und weiterfahre. Das war so richtig, da war ich richtig aufgebracht danach, so richtig wild. Wisst ihr, ich dachte, der Typ steht an der Bushaltestelle und der will fragen, wo der Bus hinfährt oder wo der hinfahren muss oder was weiß ich was. Und der hat ja einen Mundschutz an. Ich dachte, okay, der wird irgendein normaler älterer Mann sein, der vielleicht irgendein Problem hat oder so.
Und das war nicht das erste Mal, dass ich angelabert wurde auf dem Weg nach Hause. Ich wurde schon mal angelabert von einem Typen, der meinte, er hat sich verlaufen. Der war aber jünger, der Typ, der war so Mitte 20. Der hat sich verlaufen und er hat gefragt, ob er kurz mein Handy benutzen kann, damit er seinen Cousin anrufen kann, weil er kommt gerade aus dem Kosovo und er hat sich hier verlaufen und hat seinen Cousin verloren. Und er würde ihn gerne kurz anrufen, weil er hat kein Geld mehr auf dem Handy oder was weiß ich was, ne? Und ich, alter, naiver, leichtgläubiger Dude, halt so an und sag so, ja klar, ich kann dir helfen, kein Ding. Hol so mein Handy raus. Ich hab's ihm nicht in die Hand gegeben. Ich hab gesagt, ja, hier, ich wähle die Nummer, dann kannst du mit dem telefonieren, so lautsprechermäßig, ne? Und dann hat er gemeint, ja, okay, danke dir. Und dann hat er die Nummern mir so diktiert. Ich tipp die so rein. Und auf einmal sehe ich, während es verbindet, dass es irgendwo da unten steht, und ich habe das vielleicht sogar noch im Handy drin, das ist schon mega lang her, das hat verbunden und dann stand da das Land, zu dem das verbindet. Ich wusste überhaupt nicht, dass es im Handy angezeigt wird. Und als ich gesehen habe, was für eine Nummer da unten, also was für ein Land da unten steht, habe ich instant aufgelegt und habe gesagt so, ey, der wollte mich hier gerade ins Ausland verbinden, warum? Und dann meint er so, ja, nee, das ist das Handy von meinem Cousin, das macht so manchmal Rufumleitung zu unserer Familie und so, das ist normal und so. Und dann habe ich einfach so gedacht, so, okay, habe einfach mein Handy in die Tasche gesteckt, Tasche zugemacht, bin auf mein Fahrrad gestiegen und bin einfach losgefahren, habe gesagt so, ey, viel Glück noch, ne? Und dann ist er mir hinterhergelaufen und meinte so, nein, Mann, ich bin hier alleine und ich finde niemanden und bla 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 und hat so voll weitergelabert. Und ich dachte mir so, ey, was ist das für ein Scheiß? Also es gibt Leute, die nutzen so krass die Gutgläubigkeit von anderen Leuten aus. Das ist richtig ekelhaft. Ich hasse sowas. Gibt nichts Schlimmeres. Hier, da ist es. Albanien. Plus 355 und dann 694 bla bla bla. Alter. Und gestern dieser fucking Italiener, ey. Italiener regen mich richtig auf. Wisst ihr, was ich glaube, was der Italiener machen wollte? Ich glaube, der war so ein bisschen auf Drogen oder so ein Scheiß. Oder so ein bisschen so, hatte irgendwas eingeschmissen oder was weiß ich, was mit dem los war. Und ich glaube, der wollte checken, ob er mich abrippen kann. Der wollte checken, ob er mich abrippen kann, weil das ist nämlich so eine typische Masche, die ich kenne aus Frankfurt. Wenn du jemanden abrippen willst, dann gehst du erstmal hin und sagst erstmal eine Kippe oder fragst dann irgendwas, damit er halt in seinen Taschen rumkramt und so halt was rausholt. Und dann rippst du dem einfach das ab, was er gerade in der Hand hat und nimmst es einfach weg. Und der kann nichts mehr machen. Und ich glaube, der wollte mich irgendwie verarschen oder so abrippen oder abfacken oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Italiener. Dann hat er vielleicht wieder gedacht, oh fuck, der ist auch Italiener. Muss ich überlegen, ob ich den doch abrippe. Abrippen ist wie abziehen. Also ein, wie nennt man das in Norddeutschland? Beklauen, ja. Jedenfalls... Ich glaube, dann hat er erstmal gedacht, ah fuck, der Italiener, könnte sein, dass der mit der Mafia irgendwie unter einer Decke steckt. Ich muss erstmal abchecken, ob das ein richtiger Italiener ist. Und dann hat er wieder gecheckt, ah, das ist kein richtiger Italiener, der ist hier in Deutschland geboren, ist also, mit dem kann ich es machen. Und dann hat er mich wieder abgefuckt und wollte mich provozieren oder so. Und dann hatte ich aber keinen Bock mehr. Mann, ey, in solchen Situationen wünsche ich mir, ich würde einfach... So.